Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Ich werde einfach mal versuchen, ob das wieder klappt mit dem Aufnehmen, ohne dass ich in Trübseligkeit versinke. Wie ihr hoffentlich merkt, ich habe ein neues Mikro und darum muss ich mich vielleicht ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht zu laut spreche, weil das ein bisschen empfindlicher ist und das daher vorkommen kann, dass ich pieke, so wie gerade eben. Aber ich versuche einfach in meinem normalen, gemäßigt so nur einen Tonfall zu bleiben und hoffentlich fliegen euch die Ohren dabei nicht weg. Okay, schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, was hier... Wo wir noch waren, also es wird jetzt wieder Nacht, wir haben ein Feld, wir haben, was ist das da oben? Ja, was war das? Achso, das ist eine Fackel, okay. Ich glaube, wir müssen erstmal schlafen. Okay, ich habe keinen Ton. Ich habe keinen Ton, wie kommt denn das? Ich habe ihn runtergestellt. So, es geht doch jetzt. Keine Ahnung, was ich jetzt als nächstes machen wollte hier, aber es wird sich schon was finden. Also was wir auf jeden Fall machen können, ist den stellen wir mal dahin und dann können wir hier die Melonen und die Kürbisse ernten. Das lassen wir mal noch, aber hier der Kakao ist schon wieder reif hier oben. Den können wir mal abernten. Sehr gut. Und so, okay. Okay, wir können hier den Ofen auch befeuern mit Bambus. Dann brauchen wir unsere teure Kohle nicht verbrennen dafür. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, in welcher Kiste was war. Schauen wir mal. Also hier sind, das ist Grünzeug drin. Okay. So. Noch mehr, das kommt in den Kohlekiste hier. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht vielleicht irgendwann... Gott, ich brauche mehr Eisen. Eisen war hier drin, ne? Ja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das sollte reichen. Und... Stäbchen machen und dann bauen wir uns drei weitere Spitzhacken, die dann hoffentlich reichen, wenn wir nach unten gehen und gucken, ob wir vielleicht mal einen Diamanten finden oder sowas. Warte, fünf Brot sollte erstmal reichen, das reicht für eine Erkundung hier unten. Sollten wir vielleicht aber in die Schnellleiste legen hier.
Was? Es ist sehr viel schwieriger in diesem neuen Update. Oh, wo kommt das her? Diamanten zu finden. Das habe ich schon bemerkt. Sehr viel einfacher, stattdessen einfach mit den Dörflern zu handeln. Oh ja, okay. Oh, Redstone. Redstone ist schon mal sehr gut. Den brauchen wir auf jeden Fall. Für unsere Autofarmen. Unser Bambusmelter und so. Allerdings dafür brauchen wir auch Quarz und Quarz kriegen wir nur im Nether und ins Nether kommen wir nur, wenn wir Obsidian abbauen können und Obsidian können wir nur abbauen, wenn wir eine Diamantenpike haben. Also fehlen wieder die Diamanten. So. Irgendwie habe ich immer noch nicht so scheußlich viel zu erzählen, aber was soll man machen? Ich bin ganz froh, dass ich hier mal ein bisschen daddeln kann, ohne an die weltpolitische Gesamtsituation zu denken momentan. Wie der Krieg in Europa. Das ist nicht so toll. Hätte man eigentlich gedacht, das brauchen wir nicht mehr. Aber gibt dann immer manche Leute, die dann andere Ideen haben, wie zum Beispiel Putin. Und da mag ich gar nicht so viel drüber nachdenken. Also die haben ja immer, wenn sie von der Weimarer Republik erzählt haben, haben sie immer von der inneren Emigration gesprochen, wo dann Leute, die zwar gesehen haben, was passiert im eigenen Land damals, die haben es zwar gesehen und die haben das gemerkt, aber die haben sich einfach innerlich zurückgezogen, weil die keine Kraft und ja letztendlich wohl auch keine Lust mehr hatten, sich damit auseinanderzusetzen jeden Tag. Und das kann ich jetzt gerade sehr gut nachvollziehen, weil ich habe keinen Bock, irgendwas zu lesen über die Ukraine, weil man kann ja eh nichts machen selber. Und ja, und das belastet einen dann nur. Insofern kann man vielleicht die Leute von damals ein bisschen besser nachvollziehen, obwohl wenn das direkt vor der eigenen Haustür passiert, dann ist es noch was anderes. Und dann sind das teilweise auch Situationen, wo man vielleicht hätte was machen können. Aber das sagt sich hinterher dann auch immer wieder leicht. Auf jeden Fall ist es ja typisch, dass irgendwie kaum, also ich weiß nicht, es leben bestimmt noch ein paar, aber sobald die meisten Leute weggestorben sind, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, versucht einer einen neuen zu starten. Nur ein Gutes hat die Sache, Nord Stream 2 ist tot. Ist vielleicht jetzt nicht unmittelbar gut für unsere Geldbeutel, weil natürlich die Energiekosten jetzt auch wieder gestiegen sind.
aber dafür ist man nicht von Putin mehr abhängig und könnte dann vielleicht so langsam mal, ich weiß nicht, könnte sein, dass wir gerade in anderen Bereichen auch in sowas Ähnlichem wie einer dringenden Situation sind. Also könnte man theoretisch, könnte man mal dran denken, dass man auf erneuerbare Energien umschwenkt. Fände ich eine Idee, wäre toll, könnte man machen. So. Aber was weiß ich schon? Ja, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie zufrieden ihr jetzt mit unserer neuen Regierung seid. Ich meine, es ist immerhin nicht Laschet, das ist schon mal gut, aber muss sagen, die Baerbock macht sich echt gut als Außenministerin. Das hätte vorher, also viele Leute haben das bezweifelt, sage ich mal. Kannte sie vorher nicht so als Politikerin, aber und was ich auch gut finde, mit 41 wird sie dann in Zeitungen teilweise als junge Dame tituliert in Kommentaren. Das hat dazu geführt, dass ich mich auch wieder jung fühle, weil es ist scheinbar kein Alter. Ich frage mich dann, was dann normales Alter sein soll, irgendwie 62, ist das dann erwachsen endlich oder ich weiß nicht. Ich meine, ich vermute auch mal, dass die Baerbock Vegetarierin ist oder also zumindest oder vielleicht sogar Veganerin. Ist ja bei den Grünen nicht unüblich, denke ich mal. Und man kann sagen, was man will und ich will niemandem sein Fleisch vermiesen, aber Leute, die keins essen, die sehen länger jung aus. Ist tatsächlich so. Also die Mutter von einem Schulfreund von mir, die ist Vegetarierin, ich glaube sogar Veganerin. Und die sah mit Mitte 40 noch aus wie keine Ahnung, 28 oder so. Na, also wenn man vielleicht sein gutes Äußeres länger erhalten will, ist das vielleicht tatsächlich eine Option. Wenn man natürlich von Anfang an kein gutes Äußeres hat, dann ist es auch egal. Ja, also viel habe ich nicht gefunden, ein bisschen Redstone, aber wo kommen diese Skelette her? Hier ist irgendwas. So. Oh Mann, das dauert ewig.
Ich meine, was man machen könnte, wozu man, glaube ich, keinen Quarz braucht, ist, man könnte sich eine ewige, einen ewigen Dauerschalter bauen, der dann ständig die Pistons auslöst. So würde man dann auch Zuckerrohr und Bambus fördern können, aber ich glaube, das belastet die Prozessorleistung etwas. Also lassen wir das bleiben und warten, bis wir unsere Quarze haben. Ach, da noch nicht rein, da rein. So, dann schauen wir mal. Natürlich ist es wieder Nacht. Also ich merke aber schon, ich habe das ewig nicht mehr gemacht mit den Videos und man kommt da auch ein bisschen raus. So. Felder sind immer noch nicht fertig. Was soll's? Gehen wir halt wieder runter. Und früher, bevor diesem Update, hat man unten halt alles gefunden. Und jetzt ist das so, dass man Kohle und Eisen und so findet man eher oben. Und Diamanten findet man nur ganz unten. Und die haben das so gemacht, dass man halt überall rumgraben muss. Nicht, früher konnte man so zwischen Level 15 und 10 graben und konnte dann sicher sein, dass man alles findet. Das war irgendwie einfacher. Ich weiß noch nicht, ob mir das an dem Update hier so gefällt, wenn ich ganz ehrlich bin. Man hat jetzt jede Menge von dem Scheiß hier. Ich meine, und Deep Slate ist schon ein cooler Baustoff, aber können langsam auch mal so ein paar Diamanten gebrauchen. Ich glaube, wir müssen tiefer runter, auch wenn hier Lava ist. Aber dann müssen wir halt gucken, dass die Lava vielleicht nicht gerade da ist, wo wir graben. Also gehen wir am besten am weitesten hier hin und graben weiter runter. Wo es klingt hier auch nach Lava, wenn ich ganz ehrlich bin.
Oh, ich bin ganz unten scheinbar. Ja, wo sind denn die Diamanten hier? Je weiter unten man ist, desto mehr findet man, haben die gesagt. Und ich bin auf dem Bedrock. Nix, nix und wieder nix. Aber das Gute ist, wir haben dann eigentlich schon genug Baumaterialien, um uns vielleicht ein richtiges Haus irgendwo zu bauen. Momentan leben wir ja noch so ein bisschen in einem Loch an der Wand. Und ich muss mir bis zum nächsten Mal einmal durchlesen, wo man jetzt was findet. Und vielleicht die Ebenen markieren, damit ich dann überall da, wo man am meisten von was findet, eine Mine bauen kann. Entlang der Treppe am besten. Ich habe hier nichts gefunden, das ist ja echt unglaublich. Das ist doch schon wieder die letzte Pickaxe. Okay, ich denke für heute, das war schon ganz gut. Ich habe fast eine halbe Stunde durchgehalten, aber das Minen da unten wird irgendwann auch langweilig. Also
wie gesagt, ich mache das. Ich gucke mir das an und schaue, auf welchen Ebenen was zu finden ist und mache mir am besten einen Plan, den ich an den Monitor klebe. Und dann finden wir vielleicht hoffentlich beim nächsten Mal Diamanten. Das wäre ganz gut. Und dann schauen wir mal, ob wir entweder eine Autofarm basteln oder in den Nether können oder sonst irgendwas. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann subscribed und drückt den scheiß Daumen und die blöde Glocke und was nicht alles. Und schreibt Kommentare, genau. Bis denn und bis zum nächsten Mal.